Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Ahead in Time. Ja, ich habe das Level nicht beendet und bin einfach hier stehen geblieben, denn wie wir wissen, ist da oben noch eine Sache. Ne, Moment. Irgendwo da oben auf jeden Fall. Die ich haben möchte, aber nicht rankomme. Und wo war die denn? Ach, egal. Aber es geht um andere Sachen. Denn hoffentlich hole ich mir ein Leben. Es gibt ja noch genügend zu tun hier. So, aus Gründen, die ich nicht verstehe, ist das wieder aktiv. Ah, ich weiß warum. Weil es aktiv sein muss. Und noch ein Eishutgarn. Oh, ich hoffe nicht, dass die Garns auch noch permanent auftauchen. Das wäre leicht peinlich, würde ich sagen. Wenn es so sein sollte, natürlich nur. Was es ja nicht tut, oder? Oh Mann, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Okay, das hatten wir schon. Ich suche halt nur noch zusätzlich Sachen hier raus, die irgendwie relevant sein könnten. Moment, da ist noch ein Geschenk. Ich will nichts sagen, ne, aber oh, okay. War da nicht eigentlich die, hier Schachtel? Oh, Moment, Moment, Moment. Welcome, young. Oh, eine Anstecknadel. Definitiv. Yep. Da haben wir sie auch schon. Und das heißt, ich rüste jetzt auch den Magneten wieder aus. Badger Master. Ja, ich habe jetzt drei statt nur zwei an meinen Hut angebrachte Badges. Hört sich irgendwie immer noch seltsam an. Entschuldigung, falls ich mich kurz geräuspert habe. Aber muss man ja auch mal, ne? So. Ach nee, warte, da oben in den Eisklotz habe ich den einen Garn geholt. Deswegen. Keine Ahnung, wer oder was das ist. Genau, zu der Brücke will ich nämlich zurück. Und gucken, ob da noch was ist. Und ja, schön und gut, dass da was aufgetaucht ist, aber
Ihr habt mir gerade die Brücke freigemacht, wo ich schon mal stand und was anderes eingesammelt habe. Somit will ich doch mal gucken, ob da nicht auch was ist. Ach scheiße, hier ist ja auch so eine komische Statue auf so einem Sockel. So, einfach aus Prinzip. Bewegt die sich jetzt? Nö. Oder? Nö, gut. Ich habe echt immer Angst, dass sich die Dinger doch noch bewegen, wenn man mal ganz kurz nicht hinguckt. Okay, gehen wir mal da rein. Na, oh, du bist. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ein neues Opfer in meine Falle tritt. Ich habe schon deine Seele genommen und alles hast du überhaupt deine anderen Verträge schon abgeschlossen? Nimm's nicht persönlich, Linus, aber bleib von meinen Fallen fern. Ich kann nicht so oft schreien, wie ich mir lieb ist. Du nimmst anderen Leuten das Erlebnis. Aber da du ja eh in meine Falle gelaufen bist, kann ich auch gleich unsere Geschäftsbeziehungen verlängern. Na, du hast meinen Wald betreten und nun musst du dafür bezahlen. Such dir was aus. Welche Last willst du für den Rest deines Lebens tragen? Liefer Pakete zu 10 meiner Lakaien aus. Die folgenden. Bla. Gebiete des Waldes werden verfügbar sein. Ich werde folgenden nehmen. Your Soul. Behalte alles, was du findest. Ach komm. Why not? Keine schlechte Wahl, das wird ein Kinderspiel sein. Du lässt aber alles weh. Denn Aufträge für die Neulinge, was ziemlich gemein ist, wenn man darüber nachdenkt. Was ziemlich gemein ist, wenn man darüber nachdenkt. Was auch immer. Ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ich will ja trotzdem wissen, was hier ist. Also, das ist doch hier nicht umsonst. Oh, schlau. Das ist ja... I hate it so much. So, Entschuldigung, musste ich mich noch mal räuspern. Okay. Ich mach das jetzt so leid, Zelda. Einfach mit den Rutschtechnik. Ich glaube nämlich noch schneller können wir nicht. Also anders können wir auch nicht schneller voran.
Boah, habe ich mich verjagt. Aber nein, so funktioniert das nicht. Kommt da jetzt was raus? Oh Gott, ich beeile mich lieber, dass ich hier wegkomme. Okay, hier ist auch nur Kristalle. Oh Gott, die Musik! Mach mich nicht so quirre. Ich will jetzt wissen... Da ist eine Tür. Die ist aber statisch und ich werde das Gefühl nicht los, dass ich mal auf die Schneemütze wechseln sollte, denn wir können uns so vereisen und sicher gehen, dass nichts uns erwischt. Aber auch nicht ewig. Ich glaube nur so maximal 5 Minuten. Ich guck mal gerade kurz nach der Zeit, einfach aus Prinzip. 11 Minuten, okay. Heißt, die nächsten 10 Minuten sollte ich mich fokussieren darauf, es... die nächsten paar Minuten sollte ich mich fokussieren darauf, es zu schaffen. Okay, ich hüpfe da jetzt mal rein, ne? Oh, Kapitel 3, Subkornwald. Akt 4, Königin Vanessas Villa. Okay. Ich bin einfach aus Akt 1 in Akt 3 gestolpert. Tut mir leid. Oh Gott, das Bild ist wieder so perfekt. Ich nehme das als Thumbnail. Und dann nenne ich den Part so unverhofft kommt oft, ne? Oder sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Okay, die Dinger brauchen immer noch ewig und 3 Tage, bis sie geladen haben. Also Kapitelumsprünge. Ich trinke bei ihm einen Schluck, weil mir gerade ein bisschen schwummerig wird. Und mache nun vielleicht auch einen kleinen Cut. So, da bin ich wieder. Musste leider Gottes einen kleinen Umschnitt machen. Also es kann sein, dass ich einfach einen kleinen Cut da drin habe und jetzt einfach hier im Keller stehe, logischerweise. Und dann gleich Ansage. So, da bin ich wieder. Deswegen nicht wundern. Ich sehe da einen Schlüssel, wo ich nicht rankomme. Das mag mir nicht gefallen. Ja, okay. Hey Neuling, der Boss wollte dir mitteilen, dass du deine Hüte hier nicht verwenden darfst. Stand so im Vertrag. Also verwende sie nicht. Danke. Okay. So, jetzt hab ich... Wenn ich die nicht verwenden darf. Oh, okay, ich kann nur den hier verwenden. Der Rest geht einfach nicht. Ey, hallo? Wollte gerade sagen, wann darf ich denn mal den Schlüssel hier aufheben? So. Checkpoint. Okay. Warum gibt es hier einen Checkpoint? Oh Gott. Okay, wir haben es gerade noch irgendwie geschafft. Okay, wir sind versteckt offensichtlich. Ah, okay. Das macht mir Angst. Huch, ich höre was. Ja, ich habe richtig gehört. Wir müssen uns also verstecken. Ja, cool. Einfach so Versteck spielen jetzt oder was?
Muss das jetzt sein? Ich weiß nicht. Ich verstecke mich lieber. Ich habe so das Gefühl, dass sie jetzt jeden Augenblick hier gleich reinkommt. Ich weiß nicht warum, aber... Im Fenster guckt auch niemand, ne? Nee. Oh Mann. Na, ich seh's. Tür beobachten. Ich hab doch gerade bei der Tür einen Schatten gesehen. Kommt sie jetzt hier rein oder nicht? Ja, da ist doch ein Schatten. Man sieht halt den Schatten auf dem Boden, wie der hin und her wandert. Oh, okay. Ah, okay. Sicher. Okay, da war nichts. Oh oh. Schnell hier runter. Doch nicht? Doch, auf jeden Fall. Alter, was ist das denn? Junge, das ist ein Kinderspiel ab 12 oder so, ne? Was geht denn hier? Alter. Okay. Oh shit. Okay, es war vielleicht dumm, hier reinzugehen. Ich hatte halt gerade keine andere Möglichkeit gefühlt. Oh, hier ist noch eine Tür. Ach, die musste ich auch aufmachen. Checkpoint. Okay, da hinten ist auch ein Schloss. Geh ich mal hier hin. Da oben ist ein Schlüssel, okay. Was steht da? Ein altes zerstörtes Tagebuch. Die meisten Seiten wurden herausgerissen. Zu einer verbleibenden Seite blättern. Seite 13. Warum? Was habe ich falsch gemacht? In seinen Briefen schreibt er über sie eine Lehrerin. Er sagt, er liebt mich, aber sie sieht ihn die ganze Zeit. Ich krieg nur Briefe und sieht seine Zeit. Er ist mein Sobald. Sobald sein Studium fertig ist, habe ich ihn wieder. Okay, ein Schatz! Sehr schön, aber ich muss mich mal ganz kurz verstecken. Weil ich das Gefühl nicht loswerde, dass sie gleich hier im Raum ist. Und weil ich auch nicht das Gefühl loswerde, dass ich schon wieder zu lange aufnehme. Wie kommt es bloß? Ah ne, noch habe ich ein klein wenig Zeit. Noch. So. Nicht? Kommt sie oder kommt sie nicht hier rein? Ich will jetzt auch nicht unnötigerweise rauskrabbeln.
Ich höre doch das Gelächter. Okay, ich sollte mal vielleicht aufhören, mit der Kamera so herumzuspielen. Ja doch, das Geräuschpegel wird lauter. Wir spielen Verstecken mit einer sehr aktiven Geisterfrau, könnte man sagen. Okay, sie wird leiser. Okay, Seite 48. Liebes Tagebuch, heute verliere mich mein Prinz, um sein Studium zu beginnen. Er wird weiter und lang weg sein. Er hat versprochen, mir zu schreiben. Er wird mich doch nicht verlassen, oder? Seinen geliebten Prinzessin? Oh, ich glaube, sie kommt. Ja, sie kommt, glaube ich. Oh Gott, das macht einen halt voll kirre. Wenn man halt nicht weiß, okay, kann man jetzt irgendwas machen oder nicht? Ich versuche gerade irgendwie den Winkel zu kriegen. Ich glaube so, ne? Voll die Panik. Die wird doch so locker hier reinkommen. Und wenn ich gerade beim Lesen bin, ist halt richtig arschkarte. Ich glaube, Leute, daher, dass es glaube ich noch etwas länger dauert, das Level, werde ich hier ganz kurz gleich einen Folgenumbruch machen. Besser ist, von daher, mit diesem etwas ängstlichen und schönen Bild gleichzeitig verabschieden wir uns in die nächste Folge. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Star Wars, haut rein und ciao.